Mirror's Edge. Teil 3 in einem Tag. Mit neuen Zahnimplantat. Es ist noch am Aushärten. Von 2009 ist das Spiel. Als Randinformation. Da bewegt sich ein Vogel Richtung Roburns Meeting. Ist das Roburns Pub? Vielleicht. Für mich sah wie von der CPF aus. Und wie viele Leute kriegen hier einen Vogel in die Finger? Nicht viele. Wenn du sie erwischen willst, leg besser los. Und bleib vom Boden weg. Zu viele Stopp. Bauplan gibt es da einen Elektrozaun. Ich brauche definitiv keine geschmorte Rannerin, also geh kein Risiko ein und schalt das Ding ab. Laut Dings ist da ein Elektrozaun. Wetter kommen. Heute ist auf jeden Fall nicht verhalten. Aber morgen auf einmal 26 Grad, 15 Grad nachts. Alter. Das ist eine ganze Menge Zeit. Ich weiß noch, letztes Jahr die eine Nacht, wo das nachts so warm war. Mit T-Shirt an sie sitzen konnte. Das war ein wunderschönes Erlebnis. Tiefer Rüdiger! Nee, oh, nicht so tief, Rüdiger! Nicht so tief, Rüdiger! Das Fußballfachmänner. Ich
Hab ich schon gesagt, das Spiel hat echt Bock. Wirklich. So viel Bock, dass ich wieder doppelt laufen. Aber wenn ein Vogel im Spiel ist, werden sie wohl in der Nähe des Daches sein. Du musst dir einen Weg nach oben suchen. Ja, richtig. Ich, warte mal. Ich meine, das ist so. Ab mit dem Schild. Also. Ja, das erinnert mich, wenn ich das hier so sehe, erinnert mich das sehr an. Dark Souls 2. Da bin ich auch durch die Schächte gelaufen oben. An einer bestimmten. Naja. Bitte durch. Und dann war irgendwo so eine Stelle, da konnte ich nicht weitergehen. Der ist dann immer hängen geblieben an dieser Stelle. Das heißt dann wohl nein. Vom Schacht irgendwie, da ist der dann immer hängen geblieben. Und dann konnte ich das Spiel nicht weiterspielen. Ja. Das hat mich sehr angekotzt. Ich habe da auch echt gesessen noch und probiert immer und so. Aber es hat nicht geklappt. Ich kam da nicht weiter. Das war echt frustrierend. Überhaupt sowas. Das hatte ich auch schon mal gehabt bei Lego Batman 2 oder 1. Oder kann auch sein, in diesem Fall dauert. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich mich vielleicht so doof angestellt habe. Oder wieder irgendwelche Psychoaktionen wieder. Wie komme ich da hin? Da auch? Hier geht's irgendwo los. Ach, oh. Aber ist mir gerade nicht ersichtlich. Guck mal, warum stehen da zwei Stühle auf? Heuballen. Schön, wenn du das habe ich immer so gemacht. In Spielen, wenn ich nicht weiterkomme oder so. Alles zerstören immer, was man zerstören kann. Und
weiter. Bin ich meistens auch noch weiter. Das war gut. Raus. Hier, da geht's nicht. Das ist komisch. So, okay, wenn man weiter oben guckt, dann geht der Raus nicht mehr so toll sein. Aber eigentlich sieht's ja aus, als wenn man hier lang müsste, aber warum ist denn hier sonst so offensichtlich ein Brett drüber? Stopp. Hier runter? Eher nicht. Extra so ein Raum dafür, für die anderen Sachen noch im Boot. Aber halt in so einem Schlauchboot und so. Ich habe zwar Plane oben drüber, aber die hält auch nicht alles so den Regen ab. Und da ist wohl ein Loch drin. Ne? Außerdem kann man die nicht stramm noch spannen. Die sackt dann immer ein, wo sich der Regen sammelt. Hält, bleibt zwar drauf, die Plane flutscht noch nicht so weg von den Seiten. Aber es ist immer so ein Akt, immer, wenn man die Plane abmacht, das Wasser dann runter zu bekommen. Geht auch. Aber trotzdem geht da immer Wasser durch. Und ich habe jetzt mittlerweile einen neuen Anker gekauft. 4 Kilo erstmal. Für die, ich würde meinen, schwächere vordere Seite, wo nicht so viel Belastung auf dem Boot ist. Ich sitze ja immer hinten mit dem Stuhl. Werde ich dann wohl, ich denke mal, kein 8 Kilo oder 10, ich denke mal 6 Kilo reichen. Der 4 Kilo ist schon schwerer wie der Stein, den ich jetzt habe. Aber der Stein, den kann man nicht verankern auf dem Boden, nicht verhaken. Und der ist noch ein Tick leichter wie der 4 Kilo Anker. Und der hat immer so mäßig gehalten, wenn aber ein bisschen mehr Wind war, ist das dann immer der Stein über den Boden gerutscht, also nicht mehr gehalten. Aber da ich halt so einen Anker habe mit so vier so spitzen Enden, kann man den richtig schön, wenn man den so zieht, verankert der sich ja so schön im Boden. Das wird dann richtig schön halten, hoffentlich. Alleine schon aus den Gründen, dass man das verankern kann im Boden. Dann hat er ja noch zusätzlich 4 Kilo Gewicht. Wird das Gewicht auch noch die gewisse Stabilität mit sich. Mittlerweile irgendwie oben mal kaufen zu gehen, weil ich habe keinen Bock, das so rumzuhören und zu suchen und so. Ich habe jetzt auch gestern, wo ich da war, einfach mal gefragt, wo ist was. Der wusste auch gleich sofort Bescheid, Gang 11, Gang 31. So macht Einkaufen und viel mehr Spaß, wenn man auch mal den Verkäufer mal ansprechen kann. Würdige Verkäufer ja eine Kaufhalle eigentlich so viel zu quatschen und so mit den Produkten, Fragen und so, seine Meinung dazu. Aber die sind ja auch ein bisschen beschäftigt. Oder nicht, Charlie?
natürlich. Aber eigentlich müsste ich sein. Egal, das muss ich auch nicht machen. Guck mal, schöner Schatten. Die kann ich sogar drehen. Aber guck mal hier, da passiert. Das ist nicht ganz akkurat. Obwohl ich mich drehe, passiert im Schatten nichts. Wie sie das gemacht haben. So ein. Hier, statt. Wenn alles so vorgegeben ist. Da guckt der Schatten, ich drehe mich, aber der Schatten bewegt sich jetzt. Das ist ach, ein schönes Profil. Das ist. Ach, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich ist es auch egal. Ach so, das ist alles geskriptet, so weißt du. Du hast einen Schatten, den werfen wir ran. Wenn er merkt, der Körper dreht sich, drehen wir den Schatten so. Also es ist kein 1:1 Echtzeitübersetzung von dem Schatten. Nicht so wirklich. Ich glaube, da gibt es Spiele, die können das bestimmt. Die machen das. Die sagen sich einfach hier zurück. Ah, jetzt sehe ich es. Das ist nicht noch so. Das geht noch so. Ich hasse es auch eigentlich immer nach Ego-Shooter zu gucken, wo musst du lang. Ich möchte eigentlich nur ballern. Aber ich finde, das ist hier noch in Ordnung. Das ist nicht zu schwierig. Was auch noch da ganz cool ist, ist Prince of Persia. Das ist eine Seite selber. Ja, Prince of Persia, das ist auch ein ganz gutes Spiel. Ist ja auch so Spiel, nur so an Wänden laufen, das ist ein bisschen ähnlich. Ab und zu mal so ein kleiner Kniff Rätsel. Das würde ich eigentlich gerne mal spielen. Habe ich früher auch alleine gespielt, wenn man aufnimmt. Oder No Stream. Ohne Stream. Ja, jetzt bin ich so gefangen, wie ich selber meinen Körper auch in meiner Traumwelt bin ich jetzt hier gefangen. Das Spiel hier. Ja, toll. Ich kam mir doch von da. Wie bin ich hin? Ich kam von da. Der einzige Weg ist doch aber scheinbar. Ja. Was haben wir denn jetzt gemacht? Ich glaube, nee, das ist nicht. Ich glaube, ich bin verkehrt gesprungen. Das sieht aber auch sehr gut aus, ne? So eine Lichter so. Jetzt einen Speicherstand. Müsste ich ins Menü gehen und den laden wieder. Alexa, laden, lauter. Alexa, lauter. Hä? Nein, nein. Nein! Da bewegt sich ein Vogel Richtung Roper. Nein! Wieso hat... Das war der letzte Speicherstand?
Nee, ey, nein, das kann nicht sein, Alter. Oder irre ich mich jetzt? Ist das doch gar nicht so weit weg? Ja, aber verstehe ich jetzt nicht, dass nicht einmal gespeichert hat, das ganze Stück jetzt. Und selber speichern kann man auch nicht. Also das ist doch ein bisschen dürftig. Also muss ich jetzt... Wie weit ist denn das jetzt noch, Alter? Nochmal ordentlich. Nee. Okay, hier muss man mehr anlaufen. Gerade spielt vor allem. Dann schafft es das. Oh nee. Ah, das hasse ich. Was ist hier so kacke speichern, Alter? Einfach nur, weiß ich nicht, das ist demotivierend, das frustriert. Das führt dann auch dazu, einfach mal, dass man spielt, einfach mal aufhört zu spielen. Also ich finde, Spiele müssen auch selber gemacht werden. Alles. Das ganze Spiel muss gut gemacht sein. Da gehört dann auch Speichern mit dazu. So ist es. Auch wenn es ganz einfach ist. Aber das ist auch ein wichtiger Bestandteil von einem Spiel. Das war früher immer ein großes Ding, immer so mit. Das habe ich schon mal angesprochen. Das war früher immer ein ganz großes Ding immer gewesen. Sehr gut. Mit Speicher, links hier, Speicherkarte und so. Ich war immer ganz stolz gewesen auf seine Speicherkarte. Muss ich doch hier runter. Ich sehe mir gerade die Baupläne an. Das ist ein Labyrinth. Und es ist ruhig. Aber wenn ein Vogel im Spiel ist, werden sie wohl in der Nähe des Daches sein. Du musst dir einen Weg nach oben suchen. Wir könnten ruhig öfters speichern. Na komm. Oh, ich muss noch einkaufen. Nee, ey, Mann, ich hab. Ich hasse das Ding zu kaufen.
Okay. Erstmal ein Schluck Wasser trinken. Beziehungsweise Rohrperle. Aber davon kann man ja auch trinken. Ich mag es zwar nicht so gerne, aber es ist nicht so sauer wie das Norma. Ja. Leitungswasser, das billige. Das ist übelst sauer, das Wasser. Das macht überhaupt keinen Spaß. Das ist schon bitte so hier. Und ich habe auch schon mal mit H2 gespielt. Das heißt dann wohl nein. Nein. Aber ich muss erstmal teilen. Das ist auch nicht. Durchzocken. Ey, warte mal. Wenn ich jetzt sterbe, nee. Ich darf nicht auf gar keinen Fall sterben. Ruhig. Hier runter oder was? Was soll ich denn da unten machen? Da ist aber nichts. Ach, da. Ich habe mir schon ja gerade 5 Stunden meines Lebens geklaut, weil ich zu dumm bin. Dummheit ist nicht, wie man sieht, nicht immer gut. Obwohl man sagt, so dumme Menschen leben besser oder so. Nein. Was? Nee. Doch sehr erschissen. Finger nur lang rutschen und so. So. Nicht so viel grafisch.
nicht. Oh. Kann mir jetzt einer mal sagen, wie ich das den Dampf rausbekomme? Bitte tu mir das nicht an, sowas. Boah, die verstrahlt. Die leuchtet grün. Shit. Ich hätte niemals einem Kopf vertrauen sollen. Er gehört zu Roburn. Ich wette, er steckt bis zum Hals in dieser Icarus-Sache mit drin. Ich mache mich auf den Weg nach oben. Mal sehen, was ich über Pope und Kate rausfinden kann. Nochmal. Ich weiß ganz genau, dass ich damals durchgespielt habe. Man, ihr die Fischig! Ihr könnt beide zur Hölle gehen! Niemand bedroht dich! Ach, so jemand kontert. Hey! Ja! Aha. Mir geht's gut! Hey. Ja, mir geht's gut.